Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Mich erinnert das hier auch gerade so ein bisschen alles an. Das ist meine Küche. Meine Waffe. An. Call of Duty Advanced Warfare. Nenne ich halt Advanced. Wie heißt das? Infinite Warfare. Genau. Ah, Lexi. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie sich für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Rider. Ihres Rider? Ich mache das ja mit meinem Harry. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Ja. Ich merke das schon. Oh, cool. Hier schläft der Groß. Okay. Teil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich finde das auch schön durchdacht. Das ist. Die erste Hangar. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Das ist gut. Ryder, letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, Ryder, wenn Sie es sind. Wieso erinnert mich ein Tikora übelst an Object Zero? Eins, an. Vergessen. Wie heißt er denn? Wir sind fast unterwegs. Hallo. Ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Schöner Kern. Hallo. Können wir später reden? Ryan muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Ja, der Element Zero Kern, der gute. So. Hey! Jo. Alles klar, dann gehen wir auf die Brücke. Mega excited. Die Brücke ist etwas geräumiger wie die der Normandie. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff. Und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Da draußen gibt es jede Menge Gefahren, aber ich tue mein Bestes, um sie zu umgehen. Das ist beruhigend. Ich würde nur ungern meine beste Arbeit an diese wütende Wolke verlieren. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest. Wir können ihn wahr machen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start.
das gefällt mir. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Kann ich auch einfach nur mal gucken. Zheng He, Sie sind hier, Nexus. 0%. Heranzoomen. Kann ich auch klicken, da ohne dass wir springen? So weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor... Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Anomalie geortet. Alter, da muss ich mal noch dran denken, an das andere Spiel. Pfeiffer, es wurde eine Anomalie entdeckt. Verwenden Sie WSA... Ja, Scanner aktivieren. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay. Also ich sehe das praktisch aus dem Fenster von dem Ding. Irgendwie. Okay, das ist wie in dem Vorgänger. Jetzt muss ich danach suchen, nehme ich an. Das ist durchaus interessant. Da sind wir. Was ist denn hier alles? Das ist natürlich schon außerordentlich geil gemacht. Aber wir brauchen diesmal nicht so verkackten Treibstoff wie vorher. Vorher braucht man immer in den Systemen Treibstoff. Entfernung zur Sonne 40,1. Minus 215 abgelegene Weltspiegel aus Eisen, gefroren Sauerstoff. Okay. Rare. Was ist eigentlich da hinten? Schwarzes Loch. Natürlich, da fliege ich jetzt auch direkt hin. In das schwarze Loch. Besten. Wir gucken uns einfach mal alle Planeten an. Hier muss es ja irgendwelche Missionen oder sowas geben. Schöne Asteroidengürtel übrigens. Oh, sehr niedlich. Das sieht vielversprechend aus. Wasser. Kark, aber Wasser. 9,7 AE, das ist gar nicht so schlecht. Umlaufzeit 30,4 Jahre. 117 Grad ist etwas warm. Extreme radioaktiv und starke Winde machen das einen unwahrscheinlichen Kandidat für Bergbau. Obwohl er über große Metallvorkommen fügt, vielleicht später einmal. Ja, toll. Gut, dann fliegen wir den mal ein hier. Rare. Schwarze Loch da hinten finde ich irgendwie sexy. Das ist so sick gemacht, wie wir da so durchfliegen. Geil!
4,82 Grad. Obwohl der Planet für die meisten Lebensformen Hochgrad toxisch ist, scheint die Atmosphäre mit hohem Heliumanteil gewaltige Kolonien von Pilzsporen zu erwecken. Okay. Das sieht nach Eis aus, wahrscheinlich Stickstoffeis. 1,7 AE, Umlaufzeit 1,7 Jahre, 152 Grad. Warum? Dicke Staubwolken, gefährliche Gewitterstürme und eine hohe Gravitation machen H84 sogar für gut ausgerüstete Kugane unbewohnbar. Okay. Hoppla. Das ist vielleicht nicht so geil. Wie sieht es denn mit Korvat aus? Ziemlich tot aus, würde ich sagen. Er sieht nicht mal aus, als hätte er noch eine Atmosphäre. Korvat. Analyse dank der dünnen Atmosphäre von Korvat erreicht seine extrem kalten Wüsten bei direkten Sonnenstrahlen und enorm hohe Temperaturen. Erkundungen sollten nur in der Dämmerungsstunde unternommen werden. Jetzt haben wir noch das schwarze Loch da hinten. Wollen wir da wirklich hinfliegen? So nah an den Ereignishorizont? Okay. Ja. Das reicht, glaube ich, ja. Schwarzes Loch. Also schwarzes Loch nach Kemetrik. Aha. Analyse selbst. Aus dieser Distanz stellt das schwarze Loch einige gefährliche Bordsysteme von Schiffen dar. Seine Akkretionsscheibe setzt sich aus dem Überrest von mindestens einem Sonnensystem zusammen, das durch die Entstehung des schwarzen Lochs und seine Gravitation zerstört wurde. Sei Vorsicht. Zur Vorsicht wird geraten. Ach ja. Damit haben wir wohl alle. Wa? Okay. Können wir. Keine Mühe gegeben. Dein ist die Nexus. Was ich empfange etwas. Aha. Da hinten nehmen. Schicke Sonde aus. Erhalte Scan-Daten. Element Zero. Ja, das klingt ja vielversprechend. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das aberntet oder entsteht überhaupt oder whatever. Na, das ist doch gut. Mahuan. Wie das aussieht, ey, ohne Shit, das ist schon so ein bisschen episch. Aber warum ist das schon wieder ein schwarzes Loch? Mahuan besteht größtenteils aus Wasserstoff und Methan. Seine relative Nähe zur Nexus macht ihn zu einem geeigneten Ort für die Entladung von Antriebskernen. Es gibt außerdem Pläne, dort eine Helium-3-Abbaustation zu errichten. Ah ja, okay. Gibt es Pläne dafür, natürlich.
die da überhaupt nicht basslastige Soundhintergrund ist natürlich auch sehr angenehm. Anomalie geortet. Eine Anomalie. Da. Sonde unterwegs. Orte die Überreste eines Schiffes. Aha. Asari, komm, Link. Die Treppe besteht durch Alkan, aber geborgen werden. Okay. Aufgrund seines kritischen Rings wurde H-599 während der ersten Erkundungsbemühungen der Nexus häufig als Treffpunkt genutzt. Einige Piloten bezeichnen einen kurzen Flug mit zahlreichen Gefahren noch heute als 99er. Ah ja. Wong Seng. Wong Seng ist eine kleine, glühend heiße Welt, deren Temperaturen teilweise von ihren schweren Stickstoff-Kohlendioxid-Atmosphäre herrühren. Verschiedene Hinweise legen nahe, dass ihr Eisring einst ein kleiner Komet war. Okay. Cool. Warte mal da, Feixin. Der Feigling. Da sieht man so richtige Witter auf der Oberfläche. Cool. Ich finde das fucking awesome. Für so einen Weltraum-Astronomie-Fan und so, das hat sowieso der Shit. Oh, die ist auch ziemlich okay, die sieht nicht geil aus. Wo die sieht eigentlich schon cool aus. Bis man sieht, dass das nicht. Ach ja. Faxen ist eine extrem heiße Welt mit hoher vulkanischer Aktivität. Ihre dichte Kohlendioxid-Ethan-Atmosphäre bedeckt eine eisenreiche Oberfläche mit einzelnen Calcium-Einlagerungen. Okay. Wo? Oh. Der Vulkan da? Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Ein aktiver Vulkan. Dieser Vulkan ist vor kurzem ausgebrochen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Schwerkraft auf Faxen 3,2G ist der Lavafluss räumlich begrenzt. Eine Untersuchung könnte wertvolle Erkenntnis liefern. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir das dann mal direkt in der nächste Folge, würde ich fast sagen. Nein, würde ich nicht, aber als nächstes würde ich eigentlich sagen. Jetzt haben wir EP dafür bekommen. Dafür, dass wir diesen. Achso, okay. Das ist ja cool. Gibt's nur noch da, das zu erkunden. Weil die Schwerkraft so hoch ist, ist der Lavafluss örtlich begrenzt. Das ist auch sehr interessant. Nexus. Heißt der Planet so? Achso, ne, da ist aber die Nexus. Ein Logbuch. Aufgabe, Weg eines Helden. 100%. Nexus Subkultur, die Adrenalin ist ein riesiger Raumstation, die zurückgehen, rückkehren und Archen aufnehmen. Ressourcen, aber die Kulisse von ihren Abreise zu neuen Welten unterstützt. Alle neuen Kömmlinge werden zunächst unter Quarantäne gestellt. Länge 15,47 Kilometer. Ich kann mich ja erinnern, vor allem, da hatte ich irgendwann gesagt, die ist fast so groß wie die Zitadelle. Die Zitadelle ist doch 60 Kilometer lang oder so. Und sowas war doch da. Alles klar, würde ich sagen, wir sind in der nächsten Folge. Das war richtig nice. Also mir macht das mega Spaß. Und ja. Also erstmal ciao.